Von mir aus auch ganz herzlich willkommen hier in Bad Nauheim. Ist ein ganz entzückendes Städtchen, habe ich heute schon festgestellt. Wirklich schön. Ich möchte euch heute etwas erzählen über das erste Buch, das ich geschrieben habe. Das ist schon 15 Jahre her, aber es ist ein Longseller. Also es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und da geht es um Persönlichkeitstypen. Anders als in meinen anderen Büchern, wo es mehr so um die Prägung geht, nicht, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben und ja, was die uns so vermittelt haben und durch welche Brille wir dadurch die Welt sehen. Heute habe ich euch was ganz anderes mitgebracht. Heute geht es nämlich darum, welcher genetischer Persönlichkeitstyp uns in die Wiege gelegt wurde. Wir kommen nämlich mit vielen, vielen Genen und angeborenen Eigenschaften auf die Welt. Und diese Eigenschaften bestimmen unglaublich viel darüber, was für ein Wesen wir haben, wie wir ticken, welche Vorlieben wir haben und wie wir drauf sind. Und der Rest sind dann Prägungen. Und diese beiden Sachen wirken gut ineinander. Aber um die Prägung wird es heute nicht gehen, sondern wirklich um diese genetisch bedingten Eigenschaften. Das heißt, um die Frage, was für ein Typ bist du? Welcher Persönlichkeitstyp wurde dir quasi angeboren, und zwar völlig unabhängig davon, was deine Eltern verbrochen haben. Und auf dieses Thema bin ich gekommen vor 15 Jahren, eigentlich durch einen Streit mit meinem damaligen Ex-Freund. Und meine damalige Co-Autorin, denn das erste Buch habe ich mit ihr zusammen geschrieben, mit Melanie Alt, wir sind auch gute Freundinnen. Wir saßen gerade zusammen beim Glas Wein und da hatten wir Zoff und dann dachte ich, das liegt daran, weil er introvertiert ist und ich extrovertiert. Ne? Und da habe ich zu Melli gesagt, darüber sollten wir mal ein Buch schreiben. Da hängt so viel dran an diesen beiden Persönlichkeitsdimensionen, so wahnsinnig viele Eigenschaften und die wenigsten wissen es. Also es ist einfach nicht bekannt da draußen, wir sollten darüber ein Buch schreiben. Später stellte sich raus, dass ich eine falsche Diagnose gemacht hatte, der Typ war bindungsgestört. Was mich dann zu meinen weiteren Büchern führte, aber immerhin, dass der Stein fürs Schreiben war durch dieses erste Buch schon mal gelegt. Und ja, dann sind wir ins Internet gegangen, haben wir ein bisschen zur Extro-Introversion gegoogelt und dann sind wir auf dieses unglaublich tolle Konzept der Typenlehre gestoßen. Das heißt, dieses geniale Konzept, das stammt nicht von mir, das haben andere kluge Menschen erfunden. Ursprünglich war es C.G. Jung, also der berühmte Schweizer Arzt, und dann kamen noch zwei Amerikanerinnen zu, Isabel Myers und Catherine Briggs, die es weiterentwickelt haben. Und es ist bekannt in der Wirtschaft vor allen Dingen unter dem Begriff MBTI. Hebe mal den Arm, wer vom MBTI gehört hat oder damit schon gearbeitet hat. Ah ja, sind schon ein paar hier. Und Melanie und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht. Wir fanden das so genial, wir konnten es gar nicht fassen, warum die Deutschen von nichts anderem reden als von diesem geilen Persönlichkeitstest. Und wir haben gesagt, wir bringen das jetzt mal unter das normale Volk. Also wir haben es nicht für die Wirtschaft zugeschrieben, sondern für alle möglichen Menschen. Und bis heute, komischerweise, sind wir, was das betrifft, fast konkurrenzlos. Also es gibt kaum eine deutsche Veröffentlichung zu diesem Thema, die sich wirklich eben an allgemeine Menschen wendet. Im Moment bin ich zwar dabei, auch mit einem Co-Autor, der auch in der Wirtschaft viel unterwegs ist, das nochmal speziell wiederum für Manager zu schreiben. Okay, auf jeden Fall geht es hier eben um diesen Persönlichkeitstest. Der beruht eben auf vier psychologischen Dimensionen. Das heißt, es geht um gewisse Persönlichkeitskategorien, auf denen man Menschen einstufen kann. Jetzt sagen viele oder einige sagen, blödes Schubladendenken. Ne? Bin ich total dagegen. Macht mal so. Macht mal so. Ne? So. Und jetzt werdet ihr feststellen, ihr habt eine ganz natürliche Neigung, eure Arme zu verschränken. Macht mal andersrum. Versucht mal andersrum. Ne? Fühlt sich irgendwie komisch an. Ne? Und das ist eigentlich das Prinzip, dass wir Menschen gewisse angeborene, natürliche Neigungen haben, uns in einer ganz gewissen Art und Weise zu verhalten. Und das heißt nicht, dass wir auch irgendwie andersrum können oder anders können oder das andere auch können, aber es ist uns nicht so vertraut, wir sind nicht so geübt da drin. Und darum geht es. Es geht also um Persönlichkeitsdimensionen, der Begriff Dimension bedeutet, ich habe zwei Ausprägungen, ne? Wie zum Beispiel bei der Temperatur, minus 50 plus 50 Grad, das ist eine Dimension und dazwischen gibt es viele Abstufungen.
Und diese vier Dimensionen, die stelle ich euch jetzt hier gerade mal vor. Das ist die erste Dimension, woraus schöpfe ich meine Energie? Also woraus tanke ich auf? Die zweite Dimension ist, wie nehme ich wahr, also wie nehme ich, auf welche Art und Weise nehme ich die Welt da draußen wahr? Die nächste Dimension ist, wie entscheide ich? Und dann kommt, wie gehe ich die Dinge an? Ich gucke hier gerade auf die Uhr, da steht 0:28. Ich habe doch jetzt keine 28 Minuten geredet, was soll denn das? Oder zählt die runter, habe ich jetzt nur 28? Aber ich rede jetzt schnell weiter, ey. Ich kriege Stress hier, wenn ich das gucke. Das ist. Ich versuche ein bisschen schneller zu reden. So, die erste Dimension ist, woraus schöpfe ich meine Energie? Und da geht es darum, bin ich eher extrovertiert oder eher introvertiert? Die Extrovertierten, zu denen zähle ich auch übrigens, die schöpfen ihre Energie aus der Außenwelt, aus dem Kontakt mit Menschen. Ja? Die brauchen auch immer irgendwie Input. Das heißt, sie sind auch sehr kontaktfreudig, nach außen gerichtet, risikobereit, die sind auf Action aus. Bei Extravertierten im Gehirn, erstmal haben sie kürzere Nervenbahnen als die Intros. Die Intros haben längere Leitungen, das heißt aber nicht, dass sie irgendwie langsam im Kopf sind, sondern einfach, die haben eine andere Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ich sehe gerade, ihr fotografiert viel. Wir haben euch hier so Dinger mitgebracht, die könnt ihr euch an unserem Stand umsonst abholen. Da ist das alles nochmal zusammengefasst, ganz bequem, braucht ihr gar nicht mitzuschreiben. Ne? Ja, danke schön. Und das Gehirn von Extrovertierten ist Dopamin gesteuert. Dopamin bedient den Aktivitätsnerv, ja, also den Sympathikus. Die Extros sind deswegen auf Aktivität aus, die wollen Action und bei denen kommt Stress auf. Also die fühlen sich gestresst. Stress heißt für den Extrovertierten, dass da draußen zu wenig passiert. Für den Extro ist Langeweile Stress. Der Extro langweilt sich auch schneller als der Intro, ja. Also sein ganzes Gehirn ist auf Aktivität, auf Input durch die Außenwelt, durch Austausch und so weiter bestimmt. Deswegen ist er risikofreudiger, baut auch mehr Unfälle, hat mehr Tatendrang, ist weniger besonnen, handelt schnell und kann sich auch schnell entscheiden. Der Introvertierte hat ein anderes Gehirn. Nee, warte mal, jetzt habe ich was falsch gemacht. So. Der Introvertierte funktioniert auf Acetylcholin. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der vor allen Dingen den Parasympathikus bedient, also den Ruhenerv. Das heißt, Intros brauchen viel mehr Ruhe, Beständigkeit, Sicherheit als die ungestümen Extros. Dafür sind sie aber besonnener, reflektierter. Sie können sich unglaublich gut fokussieren, konzentrieren und haben auch ein reichhaltiges Innenleben, ja, mit vielen Interessen. Die Extros sind da so ein bisschen oberflächlicher. Und ich sage immer, ich meditiere zum Beispiel nicht gerne, weil ich in mir so wenig vorfinde. Ja? Also irgendwie. Und es langweilt mich auch schneller, weil Extros von der Natur aus sich einfach schneller auch langweilen. Genauso ungern sind sie eigentlich allein. Die Intros können auch viel besser allein sein und sind viel unabhängiger von der äußeren Welt. Jetzt sind wir schon bei dem ersten Punkt meiner wirklichen Botschaft. Es geht nicht darum, man anders zu sein. Für Intros, die denken manchmal, könnte ich so schnell reden wie die Extros. Die Extros sind auch die, haben es leichter auf der Bühne, sind die leichteren Selbstdarsteller und so. Und mancher Intro denkt manchmal, oh, er wäre vielleicht ein bisschen langweilig in Gesellschaft des Extros. Und der Extro beneidet die Intros, dass sie so gut allein sein können, dass sie sich so lange konzentrieren können, dass sie um ihre ganze besonnene und irgendwie ziemlich coole und auch unabhängige Art. Also es geht nicht darum, irgendjemand anders zu sein, sondern ganz der zu sein, der man ist. Und dabei kann einem dieses Konzept so helfen, erstmal zu erkennen, wer bin ich denn überhaupt? Denn gerade Menschen, die sehr angepasst sind, von zu Hause, von Mama und Papa, die fragen sich auch oft, was macht mich eigentlich wirklich aus? Und welcher Teil von meiner Persönlichkeit ist eigentlich vielleicht nur Erwartungen erfüllen oder angepasst sein? Und mit diesem Test kann man das wunderbar rausfinden. Und ich für mich zum Beispiel, seitdem ich weiß, ich bin eben extrovertiert und mir liegt das Meditieren nicht so sehr und ich bin auch nicht so gern allein, kann ich damit viel besser leben. Ne? Also nicht mehr so diese Angst, muss allein sein können. Und Meditation ist auch ganz wichtig und so. Ja, ist ja man muss ja allein sein können. Ne? Und dann denke ich, Scheiß muss ich, bin eben Extro und so bin ich eben. So bin ich eben, ne? So ist ja auch der Titel des Buches.
Und die Intros, die dürfen eben auch ruhig mal, die dürfen genauso sein, wie sie sind. Na, wenn sie mal weniger Lust haben zu reden oder sich mal ein bisschen unsicher fühlen im Kontakt oder eben einfach mehr ihren Rückzug brauchen. Denn der Extrovertierte bezieht seine Energie aus der Außenwelt und der Introvertierte bezieht seine Energie aus dem Innenleben. Das heißt, für den Intro ist Stress zu viel Input. Ja? Der Intro liebt es, wenn er einen langen Tag hat mit viel Außenkontakten, wenn er erstmal seine Ruhe hat. Der Extro tankt Batterie auf, indem er abends an der Bar ist und weiterquatscht. Na? So, zumindest mit netten Leuten. So tanken Extros im Unterschied zu Intros ihre Energien auf. Und da ist eben auch ein häufiges Missverständnis. Ich mache euch jetzt mal ein kurzes Beispiel. Die extrovertierte Frau kommt nach Hause, trifft auf ihren Intro-Mann und fragt ihn: Schatz, wie war denn dein Tag heute? Was macht der Intro? Der geht erstmal in sich und denkt nach, wie war jetzt mein Tag? Denn er möchte die Frage gründlich und gewissenhaft beantworten. Während Extros, das ist eine Spezialität von Extros, die können reden und denken gleichzeitig. Ne? Und dann passiert das Folgende, was mir auch oft passiert, dass sie sich selbst zuhören und erstaunt sind, was sie so im Guten wie im Schlechten raushauen. Ne? Ja. Und der Intro, der geht dann erstmal in sich und überlegt, ja, wie war denn jetzt mein Tag? Die Extro-Frau denkt dann, oh, der Stoffel, der redet wieder nicht mit mir, ne? Weil er keine Antwort kommt. Und dann fängt sie an, von ihrem Tag zu reden. Und dann denkt der Intro, ja typisch, eigentlich interessiert es sich ja gar nicht, ne? Wie mein Tag war. So, und wenn man all diese Sachen weiß, und das ist halt so toll fürs Matching und für die Partnerschaft, dann kann man viel, viel besser miteinander umgehen. Dann kann man sich viel, viel besser gegenseitig einschätzen und gegenseitig die richtigen Freiräume geben und das richtige Verständnis. Denn das ist ja eins der allerwichtigsten Sachen überhaupt. Zum einen sei irgendwo authentisch, sei du selbst, und zum anderen begegne den anderen mit Wertschätzung und Wohlwollen. Und das geht leichter mit dieser Typenlehre. Ah, danke schön. Weil man mit der Typenlehre versteht, die anderen ticken einfach nur anders, die wollen mich nicht mit Absicht in den Wahnsinn treiben, ja, sondern die ticken einfach anders. Nö, der darf seine Zeit haben, man muss es nur verstehen. Also wenn der Extro das weiß, dann weiß er das. Habt ihr was zu schreiben dabei? Okay, wir machen jetzt einen kleinen Test, ob ihr Extro oder Intro seid. Frage A, ihr kreuzt es an. Wir machen jetzt ein bisschen zackig. Ich habe hier den Redezeitstress. Ja? Also, wir konzentrieren uns und machen die Testfragen jetzt schnell. Erste Frage, ich kann es nicht. Andere Menschen würden mich eher beschreiben als redselig und offen oder als zurückhaltend und ruhig? A oder B? Zweite Frage, ich denke manchmal lange nach und sage trotzdem nichts. Oder ich rede oft schneller, als ich denke. A oder B? Ja, für mich ist auch Stress-Intro. Wir müssen jetzt beide klarkommen. Ich muss hier oben mit der Redezeit und du mit deiner Denkzeit. Aber die stehen alle dran. Schreib sie dir sonst auf, du kannst sie auch in Ruhe beantworten. Wenn ich in Gesellschaft bin, höre ich A viel zu oder rede ich B gern viel? Übrigens, wenn ihr überlegt, im Beruf bin ich anders als im Privatleben, nehmt das Privatleben, denn im Privatleben leben wir eher nach unseren persönlichen Neigungen. Ne? Also wenn ihr Unterschiede macht zwischen Privat und Beruf, immer nach dem Privatleben ankreuzen. Dann, in meiner Freizeit bevorzuge ich eher ein soziales Event oder ein Gespräch oder ein gutes Buch und einen schönen Film. Denkt dran, ihr denkt jetzt immer eigentlich beides. Ich habe euch den Begriff der Dimension erzählt und von Neigungen. Wir haben alle auch das andere. Jeder Extro kann Intro und jeder Intro kann Extro. Aber wozu neigt ihr etwas eher? Es geht um Neigungen, ja? Es sind keine absoluten Dimensionen, sondern einfach Neigungen. Was ist so ein bisschen eher die Neigung bei euch? Fünfte Frage, wenn ich ein Problem habe, A, spreche ich, wenn überhaupt, mit wenigen Menschen darüber, B, trage ich mein Herz auf der Zunge. Wir machen die Auswertung, jetzt macht ihr einfach Folgendes. Ihr schreibt jetzt EI und macht jetzt einfach so Striche, ne? Versteht ihr? Hier ist die Auswertung. Hier ist die Auswertung. Ihr macht einfach jetzt Strichlisten.
Also ich hätte jetzt zum Beispiel 5 Striche bei E. Na, so. Versteht ihr? Ich mache einfach so, ja? Habt ihr es? Konzentriert euch. Und macht spontan. Oh, ich habe nicht so gern Bilder mit Brille. Ich lasse mich in der Zeit ein bisschen fotografieren hier. Danke. So, ist schöner, ne? Noch ein bisschen lächeln. Dankeschön. So, jetzt geht's weiter. Nächste. So. Die nächste Dimension ist, wie nehme ich wahr, konkret oder abstrakt? Diese Dimension, finde ich, ist am schwersten zu verstehen. Ich habe auch selbst ein bisschen gebraucht. Also die konkreten Menschen, das sind die, die in dieser materiellen Welt, ich will nicht sagen verhaftet sind, aber verortet sind. Die nehmen wahr, was da ist. Ja? Wenn ein Konkreter irgendwo vorbeigeht, und da sind eine Reihe von Geschäften, und er geht jeden Tag an denselben Geschäften vorbei, und irgendwann fehlt ein Geschäft, dann weiß er, welches Geschäft da war. Der Abstrakte wird es nur wissen, wenn ihn das Geschäft zufällig interessiert hat. Die Abstrakten, die denken in Konzepten, die wollen immer nur die rote Linie haben. Also die haben wenig Sinn für Details und nehmen sie auch nicht gut wahr. Ich mache mal ein persönliches Beispiel. Ich hatte mir einen neuen Wintermantel gekauft. In einem Laden. Und ich hatte den viel getragen und immer an diesem Haken aufgehängt, da war so ein Band. Und es hat 4 Monate gedauert, bis ich wahrgenommen habe, dass der von Hugo Boss ist. Das stand auf diesem Ding drauf, wo man den aufhängt. Ja, wie nennt man dieses Aufhängerding? Ne? Das würde einem Konkreten in 100 Jahren nicht passieren. Niemals. Der Konkrete nimmt immer wahr, was ist. Ja, und der Konkrete kommt, was weiß ich, in die Wohnung, in der ich seit ewig wohne mit meinem Mann, und sagt, da hinten oben an der Decke ist ein kleiner Riss, da solltest du dich mal drum kümmern. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, ich nehme sowas nicht wahr. Also die Konkreten nehmen die Welt wahr über ihre 5 Sinne, sind auch sind realistisch, Faktenmenschen, Pragmatiker, sind auch gern in konkreten Berufen da. Konkrete sind die Handwerker oder die Chirurgen. Ja, also alles da, wo man konkret etwas machen kann. Die Abstrakten sind eher die Theoretiker, die arbeiten gerne im konzeptionellen Bereich. Ja, die machen gerne neue Konzepte, entwickeln gerne neue Systeme. Das heißt, bei den Konkreten geht es wirklich um das Detail, um das Praktische, die Realität, das Hier und Jetzt. Und bei den Abstrakten geht es um Möglichkeiten, um Zukünftiges, um Potenzial. Um Konzepte. Man sagt auch, der Konkrete sieht den einzelnen Baum und der Abstrakte nimmt den ganzen Wald wahr. Also so als, dann aber als verschwommenes Bild. Ne? Der sieht immer nur die roten Linien und hat wenig Sinn für Details. Wir machen den Test, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich finde, es ist die schwierigste Dimension, sie zu erfassen. Inzwischen habe ich sie total verstanden. Ich kann euch schon sagen, wenn jemand erzählt, ob der konkret oder abstrakt ist, weil die Konkreten haben auch so einen konkreten Erzählstil und reden auch unheimlich gern über konkrete Themen. Neulich waren mein Mann und ich da wo ich immer meine Seminare mache, in Sörgenloch, und der Chef ist konkret, wie viele Gastronomen. Und dann ging es um Zahlen, um die Gastronomie, aber ganz konkret um Kochrezepte und wie, also immer ganz konkrete Sachen. Also oder es geht um Kinder oder es geht um Fußball, also es geht immer um ganz, ganz konkrete Themen. Es geht nie so um allgemeineres, reflektierendes, es ist ein ganz anderer Erzählstil. Aber ich mache jetzt mal hier mit euch die Fragen, dann wird es für euch vielleicht auch ein bisschen klarer. So, ihr macht wieder A oder B. Wenn ich bastle oder handwerke, A, tue ich das Pi mal Daumen oder B, sorgfältig und genau, A oder B? Arbeiten, die Geduld und Sorg erfordern, A, sind für mich eher eine Quälerei oder B, machen mir meistens Spaß? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich eher A, als Realisten oder B, als Idealisten bezeichnen.
Ich habe eher eine philosophische Ader oder eher eine praktische? Neigung, es geht immer um Neigung. Die fünfte Frage, ich arbeite lieber in einem Bereich, in dem es auf Genauigkeit und Faktenwissen ankommt oder in dem viele neue Konzepte gefragt sind. Übrigens habe ich den Persönlichkeitstest auf meiner Homepage, den könnt ihr da auch kostenlos machen. Nur wenn ihr ihn jetzt macht, könnt ihr euch gleich Kärtchen abholen, die wir auch umsonst verteilen mit euren zumindest mal zusammengefassten Typenbeschreibungen. In dem Buch sind natürlich wesentlich längere Beschreibungen. Wir haben es hier dabei, ihr könnt mal reinblättern. Dann seht ihr, mit welcher Ausführlichkeit die langen Typenbeschreibungen sind. Wir kommen zur Auflösung. Hier ist die Auflösung. Ihr macht wieder Strichlisten. Ihr schreibt jetzt K und O. K und A, Dankeschön. So, ne? Ich hätte jetzt alle Punkte bei A abgeräumt. Ich bin total abstrakt. Was absolut zu Lasten meiner Realitäts- und Detailwahrnehmung geht. Okay? Die nächste Dimension ist, wie ich entscheide. Ja, da gibt es die sogenannten Denkentscheider und die Fühlentscheider. Die Denkentscheider sind die Typen, die immer so ein bisschen Abstand haben, diese sachlicheren, nüchternen Typen. Das sind auch die, die eher zuerst eine Kritik raushauen als ein Lob. Also die sehen schnell die Fehler, sehen schnell den Verbesserungsbedarf. Und während der Fühlentscheider noch drüber nachdenkt, wie er das jetzt nett anbringen kann und wie er das formulieren kann, dass der andere nicht beleidigt ist und dass er vielleicht erstmal das ganze Positive erwähnt, bevor er jetzt die Kritik sagt, ne, sagt der Denkentscheider ohne ein Wort des Positiven erstmal, bäm, das könntest du besser machen oder bäm, so, ne, da wäre jetzt meine Kritik. Das heißt, die haben immer so einen gewissen Abstand, ne, einen nüchternen Blick auf die Welt, und die Fühlentscheider, das sind die mehr so auf Harmonie und ne, die gucken immer, auch wenn sie sich entscheiden, welche Auswirkungen hat das auf andere Menschen, also wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe, welche Auswirkungen hat das vielleicht auf mein Arbeitsumfeld oder auf meine Familie. Die sind so wertebezogen, emotional wärmer von der Temperatur her, zugewandter, einfühlsam, herzlich. Der Denkentscheider ist höflich, aber nicht unbedingt herzlich. Ja? Also die Denkentscheider sind immer die Typen, die so ein bisschen mehr Distanz haben, und die Fühlentscheider, die immer gucken auch, dass die Atmosphäre stimmt und so. Dafür sind die Fühlentscheider auch leichter kränkbar. Ne? Also ich bin ein Fühlentscheider, und wenn ich zum Beispiel mit Typen zu tun habe, die sowohl introvertiert sind als auch Denkentscheider, ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, die Dimensionen interagieren ja auch. Jetzt ist der Intro ja eh schon ein bisschen mehr für sich und auch von Natur aus reservierter. Also Intros haben zumindest am Anfang des Kontakts gern ein bisschen Abstand. Die mögen auch nicht direkt so persönliche Fragen, während der Extro stellt gerne persönliche Fragen, ne? Und beantwortet die auch gerne, hat er gar kein Problem mit. Also er ist viel schneller, öffnet sich auch viel schneller. Und der Intro ist in seinem ganzen Ding her reservierter. Jetzt stellt euch vor, jetzt ist der Intro jetzt auch noch ein Denkentscheider, ne? Dann ist er noch reservierter. Und ich, extrovertiert und Fühlentscheider, die immer gerne so in Schwingschwang geht und in Kontakt, ich denke dann, was ist denn mit dem los? Ne? Kann der mich nicht leiden oder was? Ja? Also man ist ja mal geneigt, die Sachen schnell persönlich zu nehmen. Heute weiß ich ja, das ist so ein introvertierter Denkentscheider, das muss ich also gar nicht persönlich nehmen, das ist eben so ein Typ. Ne? Aber ehrlich gesagt, in meinem Freundeskreis habe ich sie nicht. Weil ich so anders ticke. Und das ist jetzt gar keine Abwertung für die, ne? Weil die haben mich auch nicht so gern im Freundeskreis. Ich bin denen viel zu emotional und damit können sie nicht so viel anfangen. Ne? Die haben auch gern immer so diese Sachthemen, ne? Sind oft hervorragende Analytiker und so weiter, ne? Hochintellektuell. Ich war jetzt in der Talkshow mit dem Di Lorenzo, da 3 nach 9. Der ist so ein Typ, introvertierter Denkentscheider. Ich bin mit dem nicht richtig rund gelaufen, ich bin mit dem nicht warm geworden, eher nicht mit mir. Ne? Ich meine, wir haben es einigermaßen hingekriegt, aber Schwingschwang geht anders, ne? Und der wird sich mich auch nicht als Freund anzusehen. Ich bin, ich glaube, so ein Typ wie ich bin dem total suspekt. Und er mir.
Habt ihr es verstanden so? Die Intro, also hier die Denk- und Fühlentscheider, ist übrigens auch die einzige Dimension, wo es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Es ist tatsächlich so, dass ungefähr 60-70% der Männer eher Denkentscheider sind und 60-70% der Frauen eher Fühlentscheiderinnen sind. Das heißt aber, es gibt 30%, wo es auch so ist. Also ich kenne auch einige Frauen, die Denkentscheider sind und einige Fühlentscheider, die Männer sind. Mein eigener, Gott sei Dank, ist auch ein Fühlentscheider. Und das ist eigentlich diese Dimension. Man sagt ja immer Männer und Frauen, aber im Grunde genommen geht es gar nicht um Männer und Frauen, meiner Meinung nach, sondern ob bist du ein Fühl- oder Denkentscheider. Da sind nämlich diese ganzen Missverständnisse und Unterschiede. Ne? Die Frau, die dann so bezogen, die will erstmal Empathie haben, wenn sie ein Problem erzählt und so. Und der Denkentscheider ist dann schnell mit sachlichen Lösungen dabei. Zack, 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 hat die Sache schnell analysiert und wartet mit einer Lösung auf. Also Fühl- und Denkentscheider, da gibt es auch die meisten Reibungspunkte auf dieser Dimension. Also es ist eine Dimension, die ziemlich viel Knüssel bringen kann. Und deswegen umso besser, wenn man es weiß. Also man muss, also Fühl- und Denkentscheider, die können gut auch in der Ehe matchen, aber umso besser, wenn sie es wissen, dass sie es sind, weil sie dann leichter miteinander umgehen kann. Das heißt, der Denkentscheider kann einfach mal per kognitiven Entschluss ein bisschen zugewandter und freundlicher und empathischer sein, als es seinem Impuls entspricht. Und der Fühlentscheider kann auch einfach dann mal sich ein bisschen vielleicht zurücknehmen und weiß, ja, okay, das ist halt ein Denkentscheider, nicht? Und okay, wir machen die Fragen. Erste Frage, ich bevorzuge eher eine Arbeit, bei der rationales Handeln und analytisches Denken gefragt sind oder B, soziale Fähigkeiten und Einfühlungsvermögen. Nächste Frage, ich würde mich eher als Gefühlsmenschen bezeichnen oder eher als Kopfmenschen. Wie gesagt, im Zweifelsfall immer nach dem Privatleben entscheiden. Ne? Man muss in der Arbeit manchmal gegen seine Neigungen handeln, aber im Privatleben sind wir meistens so, wie es unseren Neigungen auch entspricht. Dritte Frage, die folgende Aussage trifft eher auf mich zu. A, ich habe sehr feine Antennen für die Gefühle meiner Mitmenschen oder B, Fehler springen mir sofort ins Auge. Folgende Redewendung entspricht mir eher, hart aber gerecht oder lass Gnade vor Recht ergehen. Und die letzte Frage, in meinen Beziehungen lege ich viel Wert A auf Harmonie und Mitgefühl oder auf Wahrheit und Gerechtigkeit. Hier die Auflösung. F und D und Strichlisten. Wer hätte es gedacht, ich habe alle Punkte auf F. Weil ich so ein eindeutiger Typ auch bin. Bei manchen ist das viel enger, aber bei mir ist es meistens sehr eindeutig. Die Zeit tickt gnadenlos runter. Wir kommen zur letzten Dimension. Wie gehe ich die Dinge an? Organisiert oder locker? Das ist quasi so eine Frage, so ein bisschen, wie ist mein Lifestyle, ja? Die Organisierten sind die Erfinder und Benutzer von Erledigungslisten. Die haken ab und jedes Häkchen löst eine kleine Erleichterung in ihnen aus. Die haben ein sehr gutes Zeitgefühl. Die haben ein gutes Zeitgefühl, die fangen rechtzeitig auch an mit Aufgaben, die machen sich einen Plan, wenn die eine längere Aufgabe haben, machen sich einen Plan, wie sie den bewältigen. Während die Lockeren, für die sind auch Deadlines der späteste Zeitpunkt, um überhaupt mit einer Aufgabe anzufangen. Das sind die
Frauen und Herren auf den letzten Drücker, die auch gerne zu spät kommen, aber die sehr kreativ sind oft, ne? Und erfinderisch, also und locker und spontan. Also die haben oft ganz kreative Lösungen, sind einfach auch kreativ, während die Organisierten sind halt top organisiert, top Manager, aber nicht unbedingt immer die Kreativsten, ja, so. Aber die haben auch eine eingebaute Uhr in sich, ja. Also die haben ein Zeitgefühl, das ist in denen eingebaut sozusagen. Und die hassen es auch, auf den letzten Drücker zu arbeiten. Die finden das ganz schlimm. Da kommen die nur unter Druck, während die Lockeren, die größten Entwürfe, die kommen erst so richtig in Fahrt. Sie kommen erst so richtig in Schwung, wenn sie auf dem letzten Drücker sind. Ähnlich ist natürlich auch die Wohnumgebung oder die Arbeitsplatzumgebung. Die Organisierten sind sehr ordentlich. Die stresst Unordnung. Das tut ihnen richtig weh, kriegen die Augenkrebs von. Während die Lockeren, die lieben Ordnung zwar auch, aber zu wenig, um sie herzustellen, von gewissen Aufräumschüben mal abgesehen, ja. Und da ist kein Wort, ich wollte nicht unordentlich hinschreiben, also dachte ich, schreiben wir mal, sie sind eher so verteilt, ne? So. Also ich bin der totale O, also ich bin super organisiert, ich bin auch Erfinderin und Benutzerin von Erledigungslisten. Typisch ist zum Beispiel, mein Mann ist auch organisiert, wenn wir Gäste haben, sind wir logischerweise natürlich 20 Minuten bevor die kommen, aber spätestens mit den Vorbereitungen fertig. Und wenn nur einer, nehmen wir mal an, da kommt ein anderes Paar, und nur einer muss locker sein, weil der Lockere ist ja immer der, der die ganze Gesamtverzögerung reinbringt. Da steht der Organisierte auf verlorenem Posten. Dann kommen die 20 Minuten zu spät. So, da liegen 40 Minuten dazwischen. Und mein Mann, der eher introvertiert ist, der kann in sich gehen, mit seiner Zeit was anfangen. Ich nicht, ne? Ich sitze dann... Also wenn man mich so richtig in den Wahnsinn treiben will, dann muss man nur zu spät kommen. Kriege ich Puls, ne? So, wir machen die Fragen. Erste Frage. Ich habe meistens eine gute Zeiteinteilung. B, es passt mir häufig, dass ich Sachen auf den letzten Drücker erledige. Meine Stärke liegt eher darin, gut zu organisieren oder flexibel auf Unerwartetes zu reagieren. A, bei mir herrscht ein kreatives Chaos, oder B, bei mir hat alles seinen Platz. Für mich gilt eher, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder B, Arbeit und Freizeit sind nicht so klar voneinander getrennt. Und ich arbeite am effektivsten am Ende, wenn die Zeit drängt, oder im Vorfeld, wenn mir noch genügend Zeit verbleibt. Hier ist die Auflösung. So, Frau Stahl hat alle Punkte auf organisiert. Deswegen schreibt sie eben auch Sachbücher und keine Romane. Für Letzteres fehlt wahrscheinlich die Kreativität. Dafür halte ich die Zeitfristen und Abgabefristen ordentlich ein. Außerdem bin ich extrovertiert, was für Autoren sowieso eher selten sind. Die meisten Autoren und Schriftsteller sind introvertiert. So, ich erinnere, also ihr müsstet jetzt hier ein Ergebnis haben. Wir haben 4x4 Dimensionen. Ihr habt euch auf jeder eingeschätzt, also ihr seid jetzt entweder eher E oder I, eher F, K oder A, F oder D. Ne? Ihr habt jetzt ein Ergebnis.
Also überall, ihr nehmt jetzt die Buchstaben, die ihr habt, wo ihr die meisten Punkte habt, und reiht die einfach hintereinander. So zeige ich euch das mal an meinem Beispiel. Hier, das bin ich. Ich bin extravertiert, abstrakt, Fühlentscheider und organisiert. Ich bin nach meinem Wording Beziehungsministerin. Alle haben Titel, den Ministertitel. Es gibt also nur Minister, 16 verschiedene, weil wir haben ja 4x4 Kombinationsmöglichkeiten und daraus ergeben sich 16 verschiedene Persönlichkeitstypen. Genau, und mein Typ ist Beziehungsminister, wir haben den Faden verloren. Ach ja, warum Minister? Genau, alle zusammen ergeben dann ein Kabinett. Und wir brauchen einfach alle in der Gesellschaft, wir brauchen alle, das hat die Natur so eingerichtet. Wer kennt von euch die Big Five? Da hebe mal die Hand. Ganz viele. Genau, und ich sage euch jetzt mal was, ob ihr mich dafür mögt oder nicht. Ich halte die Big Five für total überschätzt. Ich bin überhaupt kein besonderer Fan von diesem Konzept. Ich weiß auch gar nicht, warum die so hochgejubelt werden. Die ersten vier Dimensionen der Big Five sind nicht andere, als die wir hier auch haben. Die haben ein anderes Wording. Vor allen Dingen fehlt beim Big Five ja immer die Gegendimension. Ne? Heißt es offen? Und was ist das andere? Verschlossen fehlt ja da. Ne? Also sie hat keine Dimension, geschweige denn hat sie diese schönen Persönlichkeitstypen. Und ich denke, meine persönliche Überzeugung ist, dass völlig unabhängige Teams und Forscher auf etwas unabhängig, völlig unabhängig, auf was gestoßen sind, was die Natur so eingerichtet hat. Ne? Wir brauchen die Extros. Von der Natur, das ist evolutionär, die schnellen Entschluss machen, die risikobereit sind, ja, die bang, bang, bang handeln. Wir brauchen aber auch die Intros, die sagen, Moment mal, langsam mit den jungen Pferden, jetzt erstmal nachdenken, ne? Also die langsam machen, die besonnen sind, ja, die erst überlegen und dann sprechen, brauchen wir von der Evolution, von der Natur. Und das Extro-Introversion ist ja auch bei den Big Five die erste Dimension. So, dann brauchen wir aber auch die Konkreten, die Handwerker, die Tour, also die hier in dieser dinglichen Welt vorhanden sind. Denn nur die Abstrakten und Theoretiker, da wird nicht ein einziges Haus hier irgendwo stehen. Ja? Also wir brauchen sowohl die Theoretiker und die Abstrakten, als auch genau die Konkreten. Das ist bei den Big Five die Dimension offen für neue Erfahrungen. Und wir brauchen aber auch die Fühl- und Denkentscheider, also die auf Harmonie und Ausgleich ausgerichtet sind, wie die Sachtypen, wie die Sachlichen, die den Abstand haben. Wir brauchen beide in unserer Gesellschaft. Das ist bei den Big Five die Dimension Verträglichkeit. Und wir brauchen eben auch die Organisierten, na, die zack, zack, zack. Wir brauchen aber auch die Flexiblen, Anpassungsfähigen, die Lockeren. Das sind die typischen Feuerwehrmänner. Also zack, schnell, bing, 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 einspringen, rein in den Brand. Also wo man ganz schnell, flexibel und schnell reagieren muss. Das heißt, die Natur hat das so eingerichtet, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Dimension das bei den Big Five ist, ich habe es mir vorher nicht nochmal angeguckt, aber irgendeine auch. Und was die Big Five eben noch haben, ist Neurotizismus. Neurotizismus, das ist halt, wo ich dann die Bücher über Prägungen schreibe, weil Neurotizismus hat sehr viel mit Prägungen zu tun. Na, das ist eigentlich ist das ein anderes Thema, während die ersten vier sind einfach genetisch bedingt in uns angelegt und wir brauchen halt gesellschaftlich, brauchen wir eben alle. Und wer es nicht schon kennt, der wird sich wundern, wie ungeheuer genau und gut diese Persönlichkeitsbeschreibungen sind. Und ich sage euch jetzt schon, der Test, der ist gut, aber er ist nicht perfekt. Wenn ihr eure Persönlichkeitsbeschreibung lest, zum Beispiel auch in dem Buch, und sie nicht mindestens 90% eure Zustimmung, die muss 90-100% eure Zustimmung finden, sonst ist es nicht euer Typ, dann seid ihr irgendein anderer Typ. Dann habt ihr vielleicht einen Buchstaben falsch eingeschätzt. Also die Treffsicherheit, wenn man den richtigen Typ gefunden hat, liegt zwischen 90-100%. Und dann ist das auch sehr, sehr differenziert. Aber wir haben euch Kärtchen mitgebracht, da habt ihr auch hinten eure persönliche Gebrauchsanweisung ist da drauf. Jeder Typ hat auch eine persönliche Gebrauchsanweisung und die könnt ihr dann euren Ehepartnern, Freunden, wen auch immer, Vorgesetzten mal aushändigen, damit jeder weiß, mit wem er wie umgehen kann. Hier habt ihr die 16 Typen im Überblick. Komm schon, du blöde Folie, komm, komm. Ich mach sie mal alle. Jetzt guckt mal hin, ah, falsch, jetzt ist sie erst so lahmarschig und jetzt gehe ich zu weit. Nochmal, 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 nochmal.
So, jetzt guckt mal, was ihr seid. Habt ihr es verstanden? Das Prinzip, ihr müsst jetzt alle vier Buchstaben, die haben wir jetzt ermittelt. Sonst fragt eure Nachbarn. Traut euch. Es ist kein Intelligenztest. Es ist nur ein Persönlichkeitstest. Hat jemand jetzt seinen Typ noch nicht gefunden an der Tafel? Der hebe die Hand. Alle haben, habt ihr euch alle schon gefunden? Und ihr seid Freude, Freunde meiner Vortragszeit. Ich bin im Endspurt. Es geht. Ich habe einen geholt, sehe ich gerade. Jetzt kann ich wieder langsamer reden. Also jeder hat seinen Typ gefunden. Cool. Die sind auch nach Farben sortiert. Es gibt, die teilen sich nochmal in vier Temperamente auf, aber damit wir euch euren Kopf jetzt nicht belasten in der kurzen Vortragszeit. Wichtig ist, gleich und gleich gesellt sich gern. Also je ähnlicher man sich ist, desto besser verträgt man sich. Es gibt auch Typen, die ganz unterschiedlich sind und die miteinander eine Beziehung zum Beispiel haben, aber die haben es schwerer miteinander. Das sind die, die oft sagen, Beziehung heißt auch viel Arbeit, Beziehungsarbeit, ne, weil die sich immer mehr austarieren müssen und wieder abgleichen müssen. Aber wenn man es weiß, ist es viel leichter. Es gab schon nicht wenig Menschen, die gesagt haben, Frau Stahl, Ihr Buch, das hat meine Ehe gerettet. Ja, weil man einfach mal geschnallt hat, ach so, der meint das gar nicht böse, sondern der tickt einfach ganz anders. Grundsätzlich die Farben, die ihr seht, also die Grünen passen total gut zusammen. Das sind die Idealisten, zu denen gehöre ich auch. Die passen untereinander, die verstehen sich. Ne? Also die Idealisten, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein Mensch nicht interessiert ist an persönlicher Weiterentwicklung. Also die kommen schon reflektiert auf die Welt sozusagen. Das ist deren ganzes Lebensmotto, ist diese Weiterentwicklung und Werte. Die haben eigentlich auch immer wertebezogene Berufe. Also die Berufe, die im weitesten Sinne im Dienste der Menschheit stehen, das sind die Idealisten. Die Blauen, das sind die Strategen, das sind ganz brillante Denker und Denkerinnen, kluge Köpfe, hochanalytisch, sehr konzeptionell, manchmal ein bisschen arrogant, weil die wissen, dass sie die Oberschlauesten sind. Ja. Vor allen Dingen die nur introvertierten Strategen. Na, die haben leicht intellektuelle Arroganz. Die Extros sind nochmal anders, die sind nochmal so ein bisschen locker, aber sind ganz, ganz geistreiche Denker, die Reformer der Gesellschaft, die totalen Entwickler hoch gescheiter neuer Konzepte. Die Gelben, das sind die Traditionalisten, das sind die Hüter und Bewahrer unserer Gesellschaft und Tradition. Wahnsinnig beständig, zuverlässig, loyal, ein bisschen konservativ, ne? Aber also deren höchster Wert ist Zuverlässigkeit und Pflichterfüllung, ja. Also die sind wirklich die Pflichtmenschen. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber es ist halt so, ne? Ganz, ganz nette Leute auch. Und die Roten, das sind die allerkrassesten. Die Roten sind ganz krass. Das sind die Experimentierer. Das sind die Menschen der Tat. Die wollen Action. Das sind die absoluten Macher, die Tour, ja. Das sind auch mal die eigentlich, die am wenigsten sich für solche Konzepte interessieren. Psychokram, was, wo gibt's was zu tun, ne? Das sind die Extremsportler, das sind die Herzchirurgen, die Notfallärzte, ja, das sind die krassesten Handwerker auch oft, ja, also die sind getrieben von der Tat, die wollen tun, das sind die totalen Macher, die wollen nicht lange denken, die wollen nicht reflektieren, die wollen machen, das sind die absoluten Tatenmenschen. Gut zusammen, passt jedes Temperament unter sich. Und wer auch noch ganz gut passt, sind die Grünen mit den Blauen. Und die Roten mit den Gelben, die passen auch ganz gut zusammen. Ja? Wenn ihr einen Typ habt, der jeder Buchstabe anders als ihr ist, dann ist das euer absolutes Gegenteil. Ja? Und das ist wirklich, mit dem habt ihr es nicht, da ist es einfach schwieriger, der ist völlig anders. Und wenn ihr den Test, wie gesagt, ihr könnt ihn gerne auf meiner Homepage kostenfrei machen, das kostet gar nichts. Wenn ihr den mal macht mit Freunden, dann werdet ihr sehen, dass ihr unheimlich viele Freunde habt, die ganz ähnlich ticken wie ihr. Also in meinem Freundeskreis sind fast ausschließlich Idealisten. Und nicht, weil ich die vorher getestet habe, damit sie einen Eintritt bekommen.
sondern weil man die sich intuitiv so aussucht. Ne? Jetzt ist hier wieder mehr Zeit. Ich verstehe mit dem ganzen Prinzip. Eben war es noch 3 Minuten, jetzt wieder 11. So, ich mache jetzt fertig und dann. Ich hätte lieber nach meiner Uhr geguckt, da habe ich es leicht damit. So, wie gesagt, die Botschaft war, wir brauchen alle. Jeder ist genau so, wie er ist. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es gibt keinen besseren, keinen schlechteren. Deswegen ist dieses Typenkonzept auch wahnsinnig wertschätzend. Es misst nur im gesunden Bereich. Also die Neurosen werden hier nicht mitgemessen. Allerdings schon das Entwicklungspotenzial. Ne? In unseren Typenbeschreibungen im Buch steht für jeden auch das Entwicklungspotenzial, wo die Herausforderungen liegen. Aber erstmal per se ist jeder genauso gut wie der andere, einfach nur ein bisschen anders. Und deswegen mag ich auch die Wertschätzung, halt, die in dem Konzept steckt. So, jetzt kommt meine letzte Folie, ein gutes Wort in eigener Sache. Das können wir Extros ja leicht. Falls euch Dinge interessieren von meiner Arbeit, wir haben auch ein Seminarangebot, einmal zur Stärkung des Selbstwertgefühls und dann zur Beziehungsqualität. Da geht es natürlich auch um die Menschen, die eben Probleme haben in Beziehungen oder immer wieder das falsche Beuteschema oder Näheangst, Bindungsangst oder Klammeraffen sind, was auch immer. Denen kann da geholfen werden. Und dann gibt es noch Seminare oder werden entwickelt zur Verbesserung der Eltern-Kind-Qualität. Wenn ihr Lust habt auf eins dieser Seminare, hier beim Feminin-Kongress kriegt ihr 10% Ermäßigung für das Seminar, weil der Gutscheincode heißt Feminist10. Das heißt, wenn ihr ein Seminar bucht über Internet und den Gutscheincode angebt, dann habt ihr 10% gespart bei dem Seminar. Okay, das war es dann eigentlich, was ich euch zu erzählen wollte. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wow, guck mal.